Höret, höret, kneift eure Pobacken fest und haltet euren Lörres. König Peter Ponyschnute lädt zu einem royal-frivolen Abenteuer ein. Wir spielen heute gemeinsam Sword the Court, ein Spiel, das ich damals vor 2 Jahren oder so schon ein bisschen privat gespielt habe. Und heute, als ich so ein bisschen geguckt habe, was gibt es denn für neue Indie-Games, da habe ich dieses Spiel hier gesehen und dachte mir, hey, das Spiel ist zwar alt, aber es macht irgendwie trotzdem mega Bock und ich würde es voll gerne mal wieder zocken. Und deswegen spielen wir heute mal eine Runde. Wir spielen einen König, der Entscheidungen treffen muss, um sein Gold zu bewahren, sein Volk und natürlich das Allerwichtigste für einen König, sein Ansehen. Und ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr den König mit einer Bewertung unterstützen würdet. Starten wir mal ein neues Spiel. Da sitzen wir, der allwissende König, der über sein Land regiert. Und da kommt eine junge Maid, eine Prinzessin. My Lord, I will help you rule your kingdom, but you have to make the tough choices. Just say yes or no. Understand? Also sie sagt uns, sie will uns helfen, unser Königreich zu regieren. Aber die schwierigen Entscheidungen, die müssen wir ganz alleine treffen. Und wir können nur ja oder nein sagen. Alles klar, hier unten sehen wir einmal, wie viele Bürger wir in unserem kleinen Städtchen haben. Dann der grüne Smiley, das ist die Zufriedenheit und die Goldmünze, natürlich das Geld. Ich hab's verstanden. Mhm. Ja, ich hab's verstanden. Bleib! Ich nenne dich Pamela. Abkürzung Pam. Gut, ein bisschen Tutorial, ich kenne aber auch alles. Do your best, Sir. Werde ich tun, Pam, werde ich tun. So, da kommt der Erste. Okay, militärisch. Sieht aus wie ein Bandit. Ich finde, wir sollten sie zu Arbeiter machen. Er hat ein paar Leute auf dem Schlachtfeld gefangen und er fragt jetzt, sollen wir sie nach Hause bringen oder wollen wir sie zu Arbeitern machen? Ja, dann Arbeiter. Mhm. War das jetzt Arbeiter? Okay, wir sind in der Stadt. Ich habe Feinde in die Stadt gelassen und mache sie zu Arbeitern. Scheint zu funktionieren. Ach, Johann, mein Butler, Sir. Ja, ich hätte gerne Tee. Mhm. Meine Zufriedenheit ist gestiegen und ein bisschen Geld müssten wir dafür ausgeben. Ah, yes, nice and hot, sir. Sire, nicht sir, sire. Nice and hot. Genau denselben Spruch habe ich gestern zu Kreis Mom gesagt. Oh, die Grandma. Na klar, Omi will eine Zeitung. Hier, Omi, da, nimm dir mal den Groschen. Wir haben es ja dicke, wir haben es ja dicke. Oh, da kommt schon wieder hier unser Freund. Ich nenne dich Jerry. Okay, Jerry, was gibt's hier Neues? Ich bin der König, der immer Ja sagt. Ich bin der König, der immer Ja sagt. Deswegen, zack. Und schon habe ich mehr Bürger. Alles klar, mehr Soldaten. Natürlich. Und damit haben wir den ersten Tag schon gemeistert. Die Bürger sind alle happy. Das Volk ist zufrieden und die Stadt wächst. Ein bisschen Geld haben wir verloren. Aber damit kann ich leben. -4 Kohle. Oh, Boots. Oh, sie will ein bisschen was zu essen. Ach, Mann. Natürlich. Habe ich jemals Nein gesagt? Say yes, das ist mein Motto. Mit Ja kommt man eben gut durchs Leben. Einfach immer Ja sagen. Der Drummer. Bum, bada, bum, bada, dum, dum, dum. Butsch. Klar, Bruder. Mega geil. Mega geil. Yeah, bada, bap, 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 bap. I'm grooving. So, ich sag immer ja. Das ist wie im echten Leben. Immer ja sagen. Ein Zauberer. Was will der Zauberer? Okay, mysteriös. Alles kann passieren. Na gut, versuchen wir es. Ja sagen bringt mich zum Erfolg. Ohoho, es regnet Geld. Ah, interesting. Ja, das Volk liebt mich und auch die Glücksfee. Alle lieben mich. Ich gehe mit dem Wort Ja durchs Leben. Wen haben wir denn hier? Guten Tag, der Herr. Okay, damit könnte ich Leute verärgern. Ich sag immer Ja. Okay, versuchen wir es. Vielleicht finden die Leute es ja toll. Okay, das war vielleicht jetzt mal nicht so gut. Ich hab einfach mal gedacht, was soll schief gehen? Ah, Boots, mein kleiner Freund, du willst schon wieder essen? Na gut, hier.
Natürlich. Und das Volk ist wieder zufrieden. Ab und zu müssen halt auch ein paar Menschen gehen. Überbevölkerung. Das ist ein Problem. Ich wirke entgegen. Oh, ich bekomme noch mal einen kleinen Bonus. Das Volk ist wieder mal zufrieden und die Stadt, die wächst. Ich bin ein guter König. Ich bin ein sehr, sehr guter König. Ein junger Fischer. Okay, er hat ein Boot, mit dem er ganz, ganz viele Fische fängt. Und er will ein bisschen Geld für ein Upgrade. Mhm. Natürlich. Oh, 100! Ein bisschen Geld. Er hat mich bankrott gemacht. Will ich aber was sehen, Kumpel. Da will ich aber was sehen. Mason! Ich habe zurzeit wenig Geld. Ich habe zurzeit zu wenig... Ach komm, ja. Mhm. 70 Öcken. Jetzt muss ich aber wirklich ein bisschen langsam machen. Ich muss Geld verdienen. Was ist das hier? Miriam? Ob ich weiß, wo wir sind? Okay, wer bist denn du? Ja klar, du kannst bleiben. Klar, kommen Sie rein. Eine alte Frau mit einer Eule, was soll schon passieren, oder? Viel Spaß. Viel Spaß. Mann, ich bin ein toller König, oder? Der kleine Timmy. Hi, I'm Little Tim. Ob ich Ice Cream mag? Klar. Mhm. Wer nicht, oder? Ah, me too. Klar, jeder liebt Eiscreme, oder? Ah, Johann. Na klar, warum nicht? Du arbeitest immer so viel, du bist so ein guter Butler. So ein unverschämt guter Butler. Oh mein Gott, 170 minus. Aber alle sind zufrieden. Das Volk ist mal wieder erfreut und bespaßt. Und man sieht auch, hier hinten verändert sich alles. Also das Dörfchen wird zur kleinen Stadt. Yes, Baby. Oh, so viel? Oh Gott, wir müssen Geld verdienen. Wo kommt der Zauberer? Der Groschenmagier. Okay, ich muss mein Volk verkaufen. Mhm. Nimm dir ein paar Truhe, aber gib mir dafür Geld. Es tut mir leid. Dankeschön, ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Jetzt. Hello again. Eure königliche Person. Oh. Alles klar. Moment. A yellow bird meets a green bird in the sky. And that's a yellow bird so higher than the green? No? Is this no? Mm-mm. Aha, okay. Moment. The green bird soon meets a blue bird. Ah, ja, warum nicht? Mhm. Alles klar. Irgendwelche Leute sind dazugekommen. Okay, es geht weiter. Was ist das hier für eine lange Story? Okay, sie hat hier so eine Story uns aufgetischt und wir haben jetzt so ein bisschen den Verlauf der Story entschieden. Und sie sagt, sie kommt wieder. Eines Tages kommt sie wieder. So, wie sieht's aus, Pam? Wie läuft's denn? Okay, der Zirkus. Das kostet mich bestimmt wieder Geld, oder? Mhm. Was? Ich bekomme Geld? Oh, super. Super gut. Ja, super geil. Geld ist immer gut. Okay, hier ist wieder mein Freund, der Zauberer. Habe ich nochmal dieses Glück? Habe ich nochmal dieses Glück? Ich meine, beim letzten Mal hat er mich mit Glück, Wohlstand und neuen Freunden gesegnet. Mhm. Yes! Geld, Alter! Money! I'm in the money, baby! Oh, cool. Der Zirkus in der Stadt bringt Spaß zu allen, die ihn besuchen. Und ein bisschen Geld. Na geilo. Also ich werde, glaube ich, der beste König aller Zeiten. Ich glaube, ich werde
der Master King. Ah, die Hexe ist wieder da. Ach, eine neue Hexe, die auch Freunde hat. Oder dieselbe Hexe, die noch mehr Freunde hat. Mhm. Let's go, als rein da, als rein da. Die ist ja relativ billig, die Hexe, ne? So ein kleiner Ritter. Natürlich. Mhm. Zieh davon, mein Ritter. Zieh davon. Und wer bist du? Okay. Ja klar, natürlich. Ein Barbier, das ist mega wichtig. Obwohl du dir mal die Haare schneiden könntest, ja? Oh, ein Vampir. Little Fang. Hello, friend. Na klar, ich sag immer ja. Geilo, alter Zauberer, Vampire. Alle lieben mich. Geil, Mann. Fame. Fame für mich. Und Reichtum und... ich habe viele Bürger. Snack einen weg. Gönn dir. N steht für Gönnung. Oh Mann, ich habe No gedrückt. Ich habe No gedrückt. Oh, ich habe auch genügend Geld. Und der Zirkus macht wieder alle glücklich. Und Bobo der Clown hat sich die Nase gebrochen. Da freuen sich alle drüber. Und Tag 5 haben wir auch gemeistert. Yes. Yes, Baby. Alter, das ist eine Stadt. Und der kleine Ritter. Alles klar. Ab mit dir, schäm dich. Ab in die Ecke. Omi, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, toller Tag, natürlich. Meine Omi mache ich natürlich immer glücklich. Als Erfolgskönig muss ich natürlich auch immer dafür sorgen, dass meine Omi happy ist. Eine Taverne will er bauen. Ja, klar. Wir haben gerade gut Geld. 200 ist zwar eine Menge, aber ich glaube, die Taverne wird uns Kohle einspielen. Jet. Mir ist Jet. Er will ein Adventure. Ah, ich weiß nicht. Der wirkt irgendwie so klein und er muss seine Mutti fragen. Aber ich bin der König, der immer ja sagt. Also, mach dein Abenteuer. Do it. Kinderarbeit in unserer Zeit war das was ganz Normales. Sneaky Girl? Oh Gott, wenn ich ihr jetzt das Geld gebe, ich bin der König, der immer ja sagt. Vielleicht bringt sie irgendwas. Man nannte ihn auch den dummen König. So, wir haben hier ein bisschen Minus gemacht. Geld auch Minus. Aber die Happiness, die ist gestiegen. Und am Ende haben wir einen dicken Bonus bekommen. Also noch wächst alles. Wir machen immer noch die richtigen Entscheidungen. Oh, nice. Okay. Wir müssen die Leute zufriedenstellen. Die müssen glücklich sein. Okay, wir sollen die Stadt noch größer machen. Okay, neuer König. Was? Intrigen? Da laufen noch keine Intrigen gegen mich. Oh, Drama, mein Freund. Du musst meine Stimmung aufheitern. Du weißt, ich liebe dich. Ja, du bist mein Mann. Immer schön groovy bleiben. Geh da raus und trommel eine Runde. Natürlich. Als her damit. Was? Oh nein. Der Zauber wurde böse. Der König hat einen schwarzen Tag. Das tat weh. Pancake. Kommt schon, Pancake. Lass mich nicht hängen. Okay, das war anscheinend gut. Pancake ist zufrieden. Okay, Goblins töten für ein bisschen Geld. Ja, bitte, damit das Volk hier zufrieden ist. Mach sie fertig, Lady. Mach sie fertig. Oh, ein Volksheld wurde die Hexe. Damit haben wir es gerade noch so ausgeglichen, was die Happiness angeht. Man merkt schon, es steigt an. Es wird schwieriger. Peanuts! Wack, wack, wack.
Machen Affen so? Nein, das war so eine Ente. So eine Mischung aus Affe und Ente. Hier, Affe, nimm die Münze. Er gibt mir eine Münze. Oh, er gibt mir eine Münze. Ja, jetzt habe ich einen Affen. Das ist ein Affe. Das ist ein offizieller Peanut. Oh, ein Drache. What? Er will all mein Geld, oder wie? Boo, give me your gold, or I'll eat your town's people. No, yes, no, yes. Will er alles an Gold? Oh, bitte nicht, aber ich will auch nicht meine Leute verlieren. Warum wird das Spiel so schwer? Ich bin der König, der immer ja sagt. Lass mich nicht hängen, ja. Alter, er hat mir 400. 400 hat er mir abgeknöpft. Oh, wir sind ruiniert. Johann. Ja, ich brauche jetzt den Tee für meine Nerven. Nimm meine Groschen und... Verzeh dich, Johann. Nimm meine Groschen und weg. Okay, will... Happiness? Ich muss. Ich habe keine andere Wahl. Hier, nimm ein bisschen was. Boah, 35. Ja, wird aber jemand gierig. Ganz ehrlich. Jetzt muss ich aber irgendwie auch wieder was fürs Volk erledigen. Was ist denn hier mit der Taverne? Ach, ja. Mhm. Meinetwegen. Katzen für das Volk. Die machen alle zufrieden. Oh, Happiness. Und das war ein schlechter Tag. Das war ein Tag voller Verluste. Hey, Omi, ich hatte keinen guten Tag. Was? Jetzt willst du in den Suppenladen? Ich wusste nicht mal, dass wir einen Suppenladen besitzen. Du willst also einen Suppenladen eröffnen. Bringt der Suppenladen denn Geld ein, Omi? Mhm. Dann bitte, bitte, bitte mach was Ordentliches daraus. Ja, Omis Suppen waren immer gut. Ich will davon was sehen, ja? Von deinem Suppengeld. Okay. Okay. Die böse Katze ist wieder da. Sind wir jetzt Freunde? Ja. Mhm. Natürlich sind wir Freunde. Magische schwarze Katze, die mir wahrscheinlich Unglück bringt. Ach, ich muss böse Entscheidungen treffen, weil wir böse sind. Der König ist korrupt. Warum schnorren mich so viele Katzen an? Warum ist das so? So viele Katzen wollen Fressi Fressi. Oh, nice. Mehr Steuern ist immer gut. So, Tag 9 haben wir gemeistert. Tag 9 haben wir gemeistert. Wie lange kann das hier noch gehen? Ich habe eigentlich einen ganz guten Lauf. Moment. Also, er sagt, er ist cool. Aber seine Freunde sagen, er ist nicht cool. Und jetzt soll ich entscheiden, ob der Typ cool ist. Ah, er ist cool. Mhm. Wahrscheinlich hätte ich jetzt Nein gesagt. Dann hätten seine ganzen Freunde mir einen Bonus gegeben. Der Sultan! Okay, er will sein Business hier aufschlagen in meiner kleinen Stadt. Alles klar. Okay, weitere Details folgen. Der Sultan mit dem kleinen Tweety. Yes, da. Yes, da. Okay. Was? Ich hab so viel nicht. No. Ja, kann ich ja nichts dafür. Kleiner, gieriger Gaukler. Ja, isst noch ein paar. Du bist nett. Er will ja nur ein paar essen. Ab und zu. Es ist halt so, wir leben in Zeiten, da wird man ab und zu gefressen. Ja, hier, zack, ein Groschen noch für dich. Oder auch keinen Groschen. Und 10 Tage gemeistert. Wir haben unser Geld erhöht. Das ist auch wichtig, ja. Das ist auch wichtig.
Und wie das Ganze weitergeht, das erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Lasst mal eine Bewertung da, wenn ihr noch ein bisschen mehr sehen wollt. Kann ich das größte Königreich aller Zeiten errichten, reich werden, beliebt werden und die Jungfrauen verführen? Wer weiß. Lasst eine Bewertung da, bis zum nächsten Mal und tschüss!